Hallo und willkommen zu Alphabet-Builds für Killer. Mein Name ist Felix und in dieser Videoreihe möchte ich das gesamte Alphabet durchspielen. Und zwar darf ich nur mit Perks spielen, die den gleichen Anfangsbuchstaben haben, wie der Buchstabe, bei dem wir gerade sind. Beim letzten Mal hatten wir schon A, B und C gespielt und jetzt machen wir weiter mit D und das spiele ich mit der Dretsche, denn die fängt ja auch mit D an. An Perks stehen mir hier zur Verfügung, das Beste kommt zum Schluss. Der Ruf einer Krankenschwester, Dominanz, Drachengriff, dunkle Hingabe, durchdringendes Zittern, düstere Arroganz, düstere Umarmung und dann geht's weiter mit E und zwar mit Einheizen. Hier habe ich mich entschieden für das Beste kommt zum Schluss, der Ruf einer Krankenschwester, Drachengriff und durchdringendes Zittern. All diese Perks funktionieren sehr gut auf der Dretsche. Was machen sie? Mit das Beste kommt zum Schluss kann ich Zähler sammeln und jeder Zähler sorgt dafür, dass ich mich schneller von Kundangriffen erhole. Mit der Ruf einer Krankenschwester sehe ich heilende Überlebende in meiner Nähe. Mit Drachengriff kann ich gegen den Generator treten und wenn der Überlebende den danach anfasst, dann wird der Überlebende für eine Minute lang gefährdet, also zum One-Hit. Und mit durchdringendes Zittern, das Perk hat den Effekt, dass wenn ich einen Überlebenden auf meine Schulter nehme, dann werden alle Generatoren, an denen gerade niemand arbeitet, versperrt. Und so weiß ich sozusagen, okay, die Generatoren sind nicht versperrt und da müssen Überlebende sein und gerade reparieren und habe so Informationen, wo ich zuschlagen kann. Wie gut der D-Bild aufgeht, das seht ihr jetzt in der Runde. Ja, und da sind wir auch schon in der Runde mit dem D-Bild und der Dretsche. Mal schauen, wie wir uns schlagen werden. So, okay, Da habe ich niemanden gesehen. Dort vorne habe ich Bewegung gesehen, zwei Leute. Eine davon war... Okay. Einmal. Eine war Lara, eine war Kate. So, perfekt. Das ist ganz gut, wenn wir direkt die erste Verwundung drin haben. Okay. Habe ich dich? Du kommst mit. So, hier an den Haken hab. Okay, durchdringendes Zittern sagt mir, dass dort oben jemand ist. Wo? Hier haben wir die Talita. Ich würde kurz gegentreten. Für Drachengriff. Und mal schauen, ob ich da vielleicht dann den One-Hit bekomme. Okay. Hallo, Lara. Hallo, Talita. Du bist jetzt eine Minute lang gefährdet und ein One-Hit dadurch. Kommst du? Ja, du kommst zur nächsten Palette. So. Hab ich dich? Ich weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Aber sie hätte mit dem Stun leben und sich freuen sollen. Der Sprung wieder in mein Gesicht, das war zu viel. So, hab aber einen Hack mit dir. Ich würde mal ganz kurz hier oben die Gens checken. Niemand da. Niemand dort oben sind sie. Okay. Ja gut, ich bin hinter ihnen jetzt. Ich hätte vielleicht die dort anstreben sollen. Hallo, Lara. Wo geht's mit uns jetzt lang? Zum Baum, okay. Aber es ist schön, dass Drachengriff direkt schon mal so aufgegangen ist. Okay. Flink hat sie. Oh, will ich dort jetzt bei der Schrottlaube jagen? Ich glaube eher nicht. Dort oben ist Kate. Okay. Gut gemacht. Schön. Das sollte ein Hit sein. So. Kaputt. Wo sind dort oben sind die Schränke? Schade. Das wäre ein so cooler Move jetzt gewesen. So. Okay. Dort oben lang.
Sie hat einen Sprintboost. Sie ist aber auch die Besessenheit. Einmal. Nee, das ist die Besessenheit. Das ist die falsche. Dort oben ist die Kate. Nee, das ist die andere Lava wieder. Diesmal ohne Sprint. Doch, die hat noch Sprintboost. Die trete ich gegen. Für Drachengriff. Ich muss aufpassen, dass mir die Runde nicht entgleitet. So, gleich ist auch wieder Tag. Einmal. Immer hin. Hallo, Kate? Gut, ob du jetzt gefährdet bist oder nicht, ist ziemlich egal. Ich warte nur, bis ich meine Kraft wieder hab. Down. Du kommst mit. Okay, ich muss die eine Lava meiden. Hab. Okay, ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat. Die darf ich nicht erwischen. So, hallo Lava. Ah, schade. Ich dachte, ich teleportiere mich in dem Moment, in dem sie mich nicht mehr sieht. Okay. Schade. Ist nicht drauf reingefallen. Ja, ich muss. Da wollte ich zu viel Grad. Ich gehe wieder. Hallo, Kate und Besessenheitslava. Okay. Die ist dort vorne, hat sich versteckt. Schön gemacht, Kate. Einmal. Das Beste kommt zum Schluss, super. Die tankt jetzt nochmal einen Schlag. Bei uns so gute Kate ansonsten, ich glaube, tot wäre, wenn ich sie erwischen würde. So. Okay. Nächste Gen durch, ja. Okay. So. Müsst aufpassen, dass ihr euch nicht die Fenster wegblockt. Down. So. Schön gemacht. Kriege ich vielleicht den Down sogar noch? Ja, wunderbar. Ich habe wieder 6 Zeichen. Das Problem ist, keine Ahnung, ob die Teammates hier sind. Nee, zum Glück nicht. Hep. Nee, du bist nicht... Doch, du bist schon tot, krass. Aber ist nicht schlimm, weil... Ich brauche die Haken jetzt und dort hinten arbeiten sie am nächsten Gen. Puh, die Runde sah halt am Anfang echt gut aus, aber jetzt nicht mehr. Da ist Talita dran. Hep. Hier wurde repariert. Das zerstöre ich. Hier kommt die Rettung schon an. Das ist halt der weiteste Gen hier oben. So. Da oben sehe ich Rennspuren. Dort haben sie schon gerettet. Gut. Das ist die einzige, die ich halt gerade nicht möchte. Okay. Die hat angefasst. Das war ein dummer Fehler von ihr, weil ich jetzt weiß, dass sie keine Kondition mehr hat. Und ich sie jetzt halt so direkt downen kann. Das hätte sie nicht machen dürfen. So. Hep. Der geht noch zurück, gut. Ja, aber das darfst du nicht machen. Gerade wenn du merkst, dass der Killer vielleicht so ein bisschen gerade struggelt, solltest du deine Kondition nicht irgendwie verschwenden. Ich weiß nicht, ob die irgendwas hat. Ich würde sie halt jetzt gerne rausnehmen, damit ich halt so wieder in die Runde komme. Okay.
Okay, ist jetzt zumindest kein Base Kit gegen eine Zeit mehr. Hast du... Okay, was sagen die Gents? Hep? 1, 2... Ja, dort hinten, da sind sie. Die hatte keinen Entscheidungsschlag zum Glück. Ja, ist jetzt ein bisschen fies, sie so rauszutunneln, aber... Nur so... kriege ich vielleicht den Sieg jetzt. Ich trete hier gegen. Für Drachengriff. So, falls du jemand wieder anfasst, war es das mit euch? Hier ist aber auch jemand dran. Die Besessenheit. So. Okay. Noch ist Drachengriff aktiv. Ja, jetzt nicht mehr. Ich gehe wieder. Bringt nichts, mich zur Schrottlaube jetzt sagen zu lassen. Da bin ich deutlich besser dran, wenn ich halt die Jagd sein lasse und lieber die Gens abchecke. Dort hinten kam jemand. Die ist noch hier. Dort oben. Ich gehe wieder. Genau deswegen. Einmal. Das Beste kommt zum Schluss, ist halt jetzt richtig gut. Okay. Down. So. So kriege ich dich schnell. Hep. Und hier runter in den Keller. Und dann schaue ich. Ah, die hat den Gen gerade geschafft. Schade. Hep. Okay, ich habe zum Glück hier direkt den Schrank. Können wir vorstellen, dass die Lara vielleicht retten möchte oder das Ganze jetzt recht stealthy spielen möchte. Da habe ich halt nicht wirklich was. Sie ist tot. Okay, Nacht endet. Niemand hier. Hui. Wir haben das ganz gut noch runtergespielt als 3-Kill. Da ist sie, perfekt. Mal schauen, ob sie jetzt auch Glück mit der Falltür hat. Die hat es einfach nicht mitbekommen, dass da die Falltür war. Das ist ja echt bitter für sie. Hallo, Lara. So. Das zerstöre ich. Die hätte jetzt einfach vor mir direkt in die Falltür gehen können. Okay. Einmal. So. Hui, aber die Überlebenden hatten mich halt echt. Der Ruf einer Krankenschwester hat mir die Runde nichts gebracht. Das Beste kommt zum Schluss, war ganz nett. Durchdringendes Zittern hat mir einiges an Infos gegeben. Und Drachengriff hat mir zumindest Infos und einen Down mal geschenkt. Hab ich dich? So. Das mache ich kaputt. Ja, der Ruf einer Krankenschwester war leider wirklich ein bisschen verschwendet diese Runde. Aber, naja, immerhin alle anderen 3 Perks waren super auf der Tretscher und haben mir sehr viel Nutzen geschenkt. Hep. Du bist raus. Boah, ein Glück, dass die die Falltür nicht mitbekommen hat, ne? Wir mussten halt leider eine Lever dann raustunneln, damit ich hier irgendwie eine Chance habe, die 3 Gens zu halten. Weil hätten wir das jetzt nicht gemacht, dann hätten wir die Runde nicht gewinnen können. Dann wäre nämlich zu viel Druck auf der Map gewesen und die Überlebenden hätten leichtes Spiel mit mir jetzt hier gehabt. So können wir das dann nochmal umdrehen.
So, und dadurch, dass sie mir halt sowieso schon mal so einen Down geschenkt hat, war dann der Schluss naheliegend, dann nochmal auf sie zu gehen. So, was ist halt ein bisschen fies, aber wenn du als Killer mit dem Rücken zur Wand stehst, dann gelten keine Regeln mehr. Zumindest für mich nicht. Dann hole ich mir den Sieg. Aber die haben gut gespielt, spannende Runde. Dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Buchstaben. Also, bis gleich. Okay, kommen wir zum E-Bild. Und dafür spiele ich Evan McMillan, also den Fallensteller. An E-Perks steht mir zur Verfügung Einheizen, Eiserne Jungfrau, Eiserner Griff, Endstation, Enthüllte Dunkelheit, Erbarmungsloser Sturm, Erdrückende Präsenz, Erlöschendes Licht, Erregung, Erzwungene Buße und Erzwungenes Zögern. Und danach geht es weiter mit F, also Fluch aufgezerrte Hoffnung. Hier habe ich mich für folgende Perks entschieden. Eiserner Griff, Endstation, Enthüllte Dunkelheit und Erregung. Was machen die Perks? Eiserner Griff sorgt dafür, dass sich Überlebende nicht so schnell aus meinem Killergriff befreien können. Das heißt, ich kann sie länger tragen. Erregung sorgt dafür, dass ich, wenn ich Überlebende auf meiner Schulter habe, dann kann ich schneller rennen. Also beide Perks sorgen dafür, dass ich Überlebende über eine größere Distanz tragen kann, wenn ich sie auf meiner Schulter habe, was auf dem Fallensteller besonders fies ist, da ich so vielleicht den Keller sicher machen kann und dort Überlebende hinbringe. Mit Endstation bleiben alle Überlebenden verletzt und sind gebrochen, sobald der letzte Gen aktiviert wird, wenn sie jetzt schon verletzt sind, und sie können sich erst wieder heilen, wenn die Tore offen sind. Und mit Enthüllter Dunkelheit sehe ich die Auren von Überlebenden in der Nähe von Schränken, nachdem ich selbst in einen Schrank geschaut habe. Also ihr merkt schon, ich gehe in Richtung Keller, versuche da die Überlebenden aufzuhängen, habe ansonsten Informationen mit Enthüllter Dunkelheit und noch ein kleines Ass im Ärmel für das Endgame mit Endstationen. Wie gut das Ganze aufgeht, das sehen wir jetzt in der Runde. Ja, und da sind wir auch schon wieder mit dem E-Bild. Mal schauen, wie wir uns schlagen werden. So, okay. Das Erste, was ich mache, wieder alle Fallen loswerden. Ah, die vielleicht nicht so optimal gesetzt, aber Hauptsache, ich kann neue legen. Und das, was ich auf der Hand habe, ist weg. Keine Ahnung, ob das eine gute Falle ist, aber manchmal muss man auch in sowas investieren. Ja, das ist bei dem Fenster, das ist, denke ich, ganz okay. So, dann würde ich hier vielleicht noch eine setzen. Die nehme ich mit. Ich trappe das Gebiet hier oben erstmal. So, Falle hin. Ich nutze mal Enthüllte Dunkelheit, um Überlebende zu finden. Wo seid ihr? Dort oben ist eine Person. Könnte versuchen. Oh, die können den Gen sogar schaffen. Einmal. Die zieht durch. Down. Ich weiß nicht, ob es das wert war. Komm mit. Keller, wo bist du? Wir haben Glück, hier ist der Keller. Zweiter Gen schon durch. Ja, als Feinsteller. Wenn du da nicht schnell genug an deine Haken und. Also ich meine, du kannst halt nicht schnell an deine Downs kommen, weil du halt erstmal Fallen legen musst. So, Falle hierher. Falle hierher. Und dann könnte ich die noch nehmen und die letzte Falle dort machen und dann haben wir den Keller komplett zu. Ist ein bisschen fies, aber die haben auch schon zwei Gens geschafft. So. Okay. Wo seid ihr ansonsten? Zu den Gens kommen wir nicht. Hier oben haben wir halt alles gelegt, was wir hatten. Oh, der Gen ist ja auch schon weit. Das haben wir fangen. Ich trete kurz gegen. Aber ich werde hier jetzt eh nicht groß jagen. Okay, hallo Ace. Ich denke mal, Fang ist direkt wieder dran. Erste Falle weg. So, einmal. Ich könnte wieder nach da gehen. Dann kriege ich vielleicht die Retterin. Retterin meine ich. So, hallo. Nia down. Die andere konnte entkommen. Ich weiß nicht wie, aber die ist raus. Ace hat sich wieder geheilt. So, du kommst wieder nach hier unten, Hap. Das Blöde ist halt, dass der Gen hier oben schon weg ist. Und die Gens, die ich halten will, sind eher woanders. Die stelle ich neu.
Das sind ja die Djinns hier oben eben. So, keine Ahnung, wo Ace ist. Ja, den Djinn haben die dort leider geschafft. Dort könnte ich hingehen. Wer ist hier? Hallo, Fang. So, einmal. Dort hinten habe ich Ace gesehen. Dort wurde die Falle entschärft. Die hinterste Falle war das. So. Okay. Ich muss nur die neu stellen. Dann seid ihr mit mir eingesperrt. Seid ihr nicht mit mir eingesperrt, verdammt. Ah, die war nicht optimal gesetzt dort. Ich dachte, ich krieg damit jetzt zumindest den Ace. Aber nichts. Nichts habe ich bekommen dafür. Dort hinten rennt die Nia weg. Fang wurde auch schon wieder geheilt. Hallo, Cheryl. So. Okay. Perfekt, danke dir. So, hier haben wir einen Haken. Hep. Die Falle dort war ganz gut gesetzt. Ich trete kurz gegen. Immerhin hängt jetzt Cheryl. So, wir haben schon gerettet. Okay. Die Sache ist, im Moment ist es am besten, ich mache einen Kill, wenn ich eine Chance haben will. So, und der Kill heißt Cheryl gerade. Wir haben es versucht mit dem Keller, aber die Falle wurde dort einfach nicht gut gesetzt. Hab. Tot. Niemand hier. Der Djinn ist durch, nicht gut. Der dort oben lässt auch nicht mehr lange auf sich warten. Ich habe dort immerhin ein paar Fallen. So, erster Kill. Dort haben wir Fang. Einmal. Ich muss zurück in den Djinn sichern. Also zumindest mal gegentreten. Boah, der ist so gut wie durch, ne? Okay. Das ist zu weit weg. Hallo, Ace. Vielleicht kriegen wir jetzt zumindest auch nochmal einen Hit. Oh, Nia wäre sogar da schon gewesen. Die ist hier drin. Perfekt. Das ist gut. Beim Djinn haben wir keinen Haken. Hä? Da ist Fang. Nee, Ace. Ace ist dran. Der hat sich selbst geheilt. Der hatte eine Spritze mit. Einmal. Natürlich, die Dunkelheit war da gerade ganz interessant. Hier muss ich wieder gegentreten. So. Hier haben wir Fang wieder. Ja, unten ja. Problem ist halt, wenn ich jetzt sie jage, dann kriegen die den letzten Djinn durch. Schöner Antäuscher. Mist. Ich muss nach dort oben wieder gehen. Ace ist immerhin verwundet. Alle sind gerade verwundet, das heißt, selbst wenn sie den Djinn schaffen sollten, würden sie verwundet bleiben. Komm mit. So, immerhin haben wir dich down. Tod da, tot dort. Hep. Erster für dich. Da sind schon drei Lichter an. Okay. Endstation läuft ab. Was könnte ich tun? Ich könnte hier vielleicht noch eine Falle hinlegen. Ich
Könnt ihr die Falle neu stellen? So. Da liegt auch noch eine Falle. Ich glaube nicht, dass ich hier vielleicht mehr als... Sag schon, die zwei Kills rausbekomme. Vielleicht nicht mal die, wenn die beiden das jetzt gut anstellen. Hier stelle ich noch eine Falle hin. So. Ich meine, Nia und Fang können sich jetzt gut heilen. Hier in dem Gebiet ist halt zum Glück alles getrappt. Reichlich Fluchtwege. So, dass sie es vielleicht schwer haben. Könnte auch sein, dass sie sich dort einfach heilen und Ace sterben lassen. So, naja, gut. Ist halt schade, aber was will ich jetzt machen, ne? Immerhin, zweite Phase. Down. Wo ist Fang? Ich weiß nicht, wo Fang ist. Dort vorne ist Fang. Perfekt, wir machen hier wirklich noch 3 Kills. So. Und tap. Nice, diese Falle hatte ich halt ganz am Anfang mal gesetzt. Und die war halt nicht mal beim Fenster, sondern halt nur bei dem Loop. Oh, damit haben wir nochmal gute Kills gemacht. Was für eine Runde. Ich wollte halt den Keller dorthin sicher machen, aber naja. Die eine Falle dort bei der Palette, die war halt... Mit der habe ich einfach nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Ich dachte, die wäre gut gesetzt, aber man wird ja immer dann eines Besseren belehrt. So. Okay, das waren Killer und die Überlebende. Die hatten... Hier, das war die Blutstillungsspritze. Mit der konnte der sich halt einmal passiv selbst heilen. Und dadurch konnte er dort recht unbeschwert oben am Gen arbeiten. Nagelneues Teil, der hatte kein Adrenalin, sondern nur Hoffnung. Okay, spannend. Spannende Runde. Ich würde sagen, wir springen zum nächsten Buchstaben. Also, bis gleich. Okay, kommen wir zu den F-Perks und da spiele ich natürlich die gute Fäule. An Perks stehen mir hier zur Verfügung. Fluch aufgezehrte Hoffnung. Im Grunde alle Fluch-Perks. Fluch Blutgunst, Fluch das dritte Siegel, Fluch erbärmliches Schicksal, Fluch im Angesicht der Dunkelheit, Fluch Nervenkitze der Jagd, Fluch niemand entrinnt dem Tod. Fluch Pentimento, Fluch Publikumskontrolle, Fluch Ruin, Fluch Spielzeug, Fluch Unsterblich, Fluch Vergeltung, Fluch verteufelter Boden, Fluch Wiegenlied der Jagd, Fluch zum Spielen gehören 2. Weiter geht's mit Franklins Niedergang, Freunde bis zum Schluss und dann geht's hier erst mit G weiter, also Gebietszwang. Ich habe mich hier für folgende Perks entschieden. Fluch aufgezehrte Hoffnung, dann habe ich noch Fluch erbärmliches Schicksal, dann habe ich Fluch Ruin und Fluch Pentimento mit. All diese Perks sind recht gut. Fluch aufgezehrte Hoffnung macht mich stärker, wenn ich Leute an den Haken hänge und dann gerettet wird, während ich weit vom Haken entfernt bin. Ab 3 Zählern, die ich dann gesammelt habe, kann ich Überlebende mit einem Schlag umhauen. Ab 5 Zählern kann ich sie mit eigenen Händen töten. Also ein extrem starkes Perk. Mit Fluch erbärmliches Schicksal habe ich die Besessenheit so ein bisschen, kann ich die so ein bisschen ignorieren. Sorgt dafür, dass wenn ein Generator repariert wird, dann wird ein glanzloses Totem zum Fluchtotem. Und solange dieses Totem steht, repariert die Besessenheit 33% langsamer und muss das Totem dann entsprechend zerstören. Fluchruin sorgt dafür, dass Generatoren, an denen Überlebende nicht mehr reparieren, automatisch zurückgehen, ohne dass ich gegentreten muss. Und Fluchpentimento sorgt dafür, dass wenn Überlebende endlich anfangen, ihre Fluchtotems zu zerstören, dann kann ich die neu aufstellen und so Überlebende noch weiter schwächen. Schon ab einem Fluchtotem sorgt es dafür, dass alle Überlebenden 30% langsamer reparieren. Also das ist schon extrem stark, zusammen mit der Kombination aus der Pflicht, Totems zu zerstören wegen aufgezehrter Hoffnung, den Nervenkitzel wegen Fluchruin, weil sie deshalb das unbedingt zerstören wollen mit der Fäule. Und erbärmliches Schicksal, dass die Besessenheit vielleicht auch an ihre Totems geht, synergiert halt sehr gut mit Pentimento. Ich dachte mir, es gibt sogar noch ein Add-on mit F für die Fäule, und zwar den Fingerhut. Sorgt einfach dafür, dass ich mich ein bisschen schneller erhole, nachdem ich gestürmt bin. Wie gut ich mich mit dem F-Bild und der Fäule schlagen werde, das seht ihr jetzt in der Runde. Ja, und da sind wir auch schon in der Runde mit dem F-Bild und der Fäule. So. Zack, das mache ich kaputt. Die Überlebenden haben sich auf diese Map gewünscht. Die muss ich hier auch zerstören. So. Und ich düse durch die Gegend. Das mache ich auch auf. Niemand hier.
Okay. Dort unten wurde schon mal ein Totem zerstört. Einfach so eins. Es hat nichts getan. Es war unschuldig. Hier waren Leute. Hier. Ach, Mist. Direkt an mir vorbei gestohlen. Dort unten weg. So. Oh, ich hatte da nichts Näheres. Schade. Wen haben wir hier? Das müsste Trevor sein, ja. Gut gemacht. Der hat dort unten jetzt die Palette, die ich wahrscheinlich fressen darf. Yep. So. Das stelle ich. Hier unten haben wir noch jemanden. Talita. Die kriegt aber jetzt den Hit ab. Einmal. Ich frage mich, warum das hier noch da ist. Ich meine, wir sind schon auf dieser Map. So, ich düse weiter. Habe ich dich? Hier unten wird dran gearbeitet. Zu zweit wahrscheinlich sogar. So, hab. Erster Haken. Immerhin Pentimento verlangsamt die gerade. Yep. Wen jage ich? Kate. Ach, ich wollte schneller sein. So. Das Problem ist halt, ja, die werden die Rettung schaffen und ich krieg nichts für aufgezehrte Hoffnung. Leider. So. Hier oben weg. Einmal. Wunderbar. Du kommst nicht wirklich weit, zum Glück. Das Schöne ist, Ruin setzt den Gen zurück. Und das andere Perk hilft auch. Also Pentimento. Die war doch hier. Ich hätte schwören können. Die hat gut angetäuscht, die hat hier an der Treppe gewartet. Ich dachte, der Antäuscher hat gereicht. Schade. Da kam ich nicht gut rum. Jetzt rennt sie wieder da lang. Kriegt dort den Sprung rein. Down. So, komm mit. Ich bin immerhin, sie haben Pentimento halt noch nicht zerstört. Das steht halt noch die ganze Zeit. Und nervt wahrscheinlich. Hallo Trevor. Ach, schade. Immerhin erstes Zeichen für aufgezehrte Hoffnung. Drin. Da unten wirst du keine Freude mehr finden. Da war jemand. Anderes noch. Hallo Talita. Die spielt mit Seelenruhe. Die schreit nämlich nicht. So. Dir weiter nach. Okay, schade. Gut gemacht. Oh. Ich glaube, hier könnte ich dich bekommen. Wenn ich meine Krücke werfen könnte. Sie haben Pentimento zerstört. Gut gemacht. So, aber dort hinten haben sie halt wieder irgendwas zerstört. Ich weiß gerade nicht, was das war. So, eins, zwei. Das würde ich kurz wieder aufstellen. Das ist auf der anderen Seite. So. Okay. Hier unten weg. Schade.
Dort vorne haben wir immerhin wieder Talita. Diese Map, ne? Nächstes Totem zerstört. Ich glaube, das war meine aufgezehrte Hoffnung. Schade. Mit mehr Speed hätte ich das vielleicht geschafft. Down. Wobei ich natürlich nicht weiß, ob es die aufgezehrte Hoffnung wirklich war, aber Ruin war es nicht. Nächste Gen durch. Welcher der dort hinten? Okay. Ist es aufgezehrte Hoffnung? Ja, die haben aufgezehrte Hoffnung leider zerstört. Da vorne. Yui. Die haben wieder das Ding zerstört. Das muss ich kurz zerstören hier. Das ist aber kein Problem. Weil im Haus dort hinten haben sie schon wieder einen Pentimento sich gestellt. Zumindest hier hinten irgendwo. So. Na komm. Totem steht wieder. Oh, ich habe echt nicht gesehen, dass da gerade die Rettung kam. Schön gemacht. Warte mal, wo ist die Retterin? Na ja, egal. Down. Sorry, Talita. Ich habe nicht gesehen, wo deine Retterin hin ist. Und daher habe ich dich jetzt geholt. Dort ist Kate. Spannend, die spielen mit. Die spielt mit allen Mitteln. Der geht wieder zurück, aber hier waren Leute. Der war vorhin nicht so weit. So, ja. Ist hier jemand? Nein. Aber das ist halt. Ja, die haben sich nicht so sehr umeinander gekümmert. Die Palette weg. Ah, die weiß jetzt, wo das Totem ist. Hallo, Yui. Kein Hit. Das hier sollte aber jetzt einer werden. Schöner Austrickser. Oh, hier oben. Okay, spannend. Och, komm. Aber reicht trotzdem. Das Fiese ist halt, Pentimento ist immer noch aktiv. Und Ruin setzt halt immer die Gens zurück, sobald ich dort irgendwie kurz vorbeischaue. Ohne, dass ich jetzt viel dafür machen muss. Hep. So. Oh, die hat Befreiung. Der Gen durch. Ja, hier waren sie zuletzt. Ah, Befreiung tut echt weh gerade. Das nimmt gerade viel Druck weg. Hallo Kate. So, wieder hier lang weg. Oh, sie hat so angetäuscht, dass ich mich verguckt habe. Einmal. Perfekt. So, die Sache ist halt, Kate brauche ich nicht unbedingt jagen wegen erbärmlichen Schicksal. Die hat meinen Sturm da abgefälscht. Mist, nicht gut. Ja, letzter Gen durch. Och. Gut gemacht von den Überlebenden. Ich denke mal, die Person, die hier war, ist dort vorne. Hallo, Yui. So. Ich hätte nicht hier drinnen meine Kraft nutzen sollen. Okay. Hier war auch noch jemand. Hallo, Chuara. Einmal. Abgesehen von Kate sind zum Glück gerade alle verwundet.
down. Ich dachte, ich hätte aber hier hinten auch noch jemanden gesehen. Ah, die Person werde ich nicht mehr bekommen. Boah, was für eine Runde mit dem F-Bild. Ich glaube, die Perks waren super. Ich glaube, was mir den Rücken gebrochen hat, war die Map. Das ist halt echt keine gute Killer-Map. Ich meine, wenn die Überlebenden halt so eine Opfergabe legen, ne, was will ich machen? Hep. Dein erster Haken, beide sind wieder gesund. Ist das Tor hier hinten offen? Nee, zum Glück nicht. So. Das Problem ist, sie könnten es eventuell schaffen. Dafür müssen sie aber das Tor hier unten öffnen. Und dann könnten sie es schaffen, dass sie mit drei Leuten hier rauskommen. Dort vorne ist jemand. Hallo, Yui. Okay. Der wurde schon gerettet. Hab ich dich? So. Gegriffen. Du kommst wieder in den Haken, Hep. So wird man nämlich die Kondition los. Also, beziehungsweise Überlebende haben keine Kondition, wenn sie springen. Okay. Down. Einmal. Zweimal. Jetzt kriege ich euch. Ihn zumindest. Was für eine Runde. Ich war am Überlegen, ob ich eine Opferabwehr lege, dass die Überlebenden sich nicht auf so eine Map wünschen können, aber ich dachte Blutpunkte. Aber die Map ist echt hart. Ich bin auch nicht super krass eingespielt mit der Fäule, zugegeben. Aber das macht halt, also ich meine, ist halt einfach so. Ich spiele die Fäule nicht super häufig. Aber dann, wenn man noch auf so einer harten Map landet, das war schon alles sehr, sehr knackig. So, aber immerhin, wir haben zwei Leute rausbekommen. Good game. Ich würde sagen, ich probiere es einfach nochmal mit dem F-Bild. Das war eine spannende Runde. Talita hat hier Blutstillungsspritze mit. Ja, hier. Oh, die Map, ne? Schlimm. Na gut, dann probieren wir es nochmal. Bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon wieder mit der Fäule. Mal schauen, wie wir uns diesmal schlagen werden. So, okay. Das erste, was ich mache, Wand zerstören. Denn die nervt sonst nur. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass die Überlebenden in der Richtung dort hinten gespawnt sind. Hier ist gerade ein Rabe aufgeflogen. Schade. Das wäre ein cooler Hit gewesen. Oh, schön gemacht. Ich habe sie nicht gut sehen können. Da ist niemand. Du gibst mir jetzt die Palette. Danke dir. So. Okay, das könnte ein Hit heißen. Einmal. So. Schade. Gut. So. Ich brauche zu lang gerade mit dem... Was? Das kannst du keinem erzählen. Wo bin ich dagegen? Erste Gen durch. Down, immerhin endlich. Dort hinten sind zwei Leute, drei vielleicht gewesen. Die springe ich hierher und dann düse ich davon für aufgezerrte Hoffnung. Hep. So. Ihr wart hier. Alan Wake, ich hab dich gesehen. Irgendwo. Vorhin. Da ist niemand. Hier ist niemand. Dort hinten nicht. Okay, dann gehe ich zurück. Okay. Hallo, Alan Wake. Irgendein Totem haben sie zerstört.
dich gesehen, Serena. Einmal. Es könnte Gier der Menschen gewesen sein. Oh, schade. Die war sehr geduldig gerade. Anders als ich. Okay. Hallo Serena. Oh, schön gemacht. Sie hat es richtig gut ausgespielt. Das war jetzt aber die aufgezerrte Hoffnung. Guter Antäuscher. Zum Glück hing sie fest. Schade, ne? Dass die aufgezerrte Hoffnung schon weg ist. Immerhin Ruin steht noch. Du kommst hier an den Haken. Ich hätte mich so auf aufgezerrte Hoffnung gefreut, aber das halt Tod im Bild sind immer halt ein Münzwurf. Und da ich ja nicht mal unsterblich hatte. Okay. Gen durch. Totem steht. Dort kommt die Rettung. Einmal. Perfekt. Ich bin ehrlich, bei mir sah das schon fast so aus, als wäre ich schon an dem Generator vorbei gewesen sein. Nicht, als hätte ich da noch irgendwie gegen geprallt, so. Schade. So wird das Fenster vielleicht ansteuern hinter mir. Einmal. Oh. Hallo Alan Wake. Schöne Taschenlampe. Aber kein Hintergrundspieler, daher nicht in Position. Hep. Oh, krass. Die hat vertraulich, so wie es aussieht. So, hallo Claudette. Unten weg. Wenn du keinen Entscheidungsschlag hast, dann war das vielleicht ein Fehler. Down. Ich weiß nicht, was du hier machst. Aber du kommst jetzt mit. Kein Winkel. Na gut, dann tank halt keinen Schlag und renn mir nicht rein, ne? So, hep. Tot. Das ist in dem Moment euer Risiko, ne? Okay, ich düse nach hier hinten. Stelle hier das Totem wieder neu. Pentimento. Okay, keine Ahnung, wo die anderen sind. Okay, sie haben Ruin zerstört. Einmal. So, ich tritt kurz gegen. Brauche ja eh noch ein Weilchen, bis die Zähler wieder aufgeladen sind. Du bist immer noch hier? Kann das sein? Nein. Okay, ich hätte gedacht. Hier oben wäre auch noch ein Totemort. Das würde ich auch kurz aufstellen. So, dorthin haben wir Serena. Die weiß jetzt, wo das Totem steht. Einmal. So, dir nach. Da unten weg. Schön. Oh! Ich wollte gerade sagen, schön, weil ich dachte, dass sie schon direkt weitergerannt ist. Boah. Hinter mir weg. Ich bin so verwirrt dort oben.
Schöner. Ja, das konnte ich in dem Moment nicht verhindern. Ich hätte vielleicht nicht schlagen sollen. Okay. Down. Da ist niemand. Mein Problem ist halt, dass jede Sekunde, in der ich sie liegen lasse, ich dem Alan Wake wieder eine Sekunde Zeit gebe, herzukommen. Macht er aber nicht. Gut. So. Haken für dich. Denn wie vierte ist das denn zweiter gut? Immerhin. Da ist niemand dran. Doch, da könnte es sein, dass da Leute dran gewesen waren. Vorhin. Das stelle ich neu. Jetzt voll bin ich halt so schön schnell, dass ich die Pentimentos richtig gut wieder aufstellen kann. Da unten haben wir Fang. Schade. Der Wille ist manchmal zu stark. Oh. Der hat mich gut gelesen gerade. Schön gemacht. Einmal. Das Fiese ist halt, es gibt halt immer ein neues Pentimento gerade. Also sie erholen sich davon nicht. So, dich würde ich mal zu deinem Gen hängen, denn dann kann ich da direkt auch gegentreten. Hep. Das zerstöre ich kurz. Ihr erster Haken. Ich glaube, Alan Wake hing bisher noch gar nicht. So, und ich stieß wieder davon. Das ist weg. Können wir vorstellen, dass die an dem Gen dort oben sind. Zumindest war dort ja vorhin die Fang dran. In die andere Richtung. Okay, da wurde das Totem zerstört. Das Zarina. Hat das gereicht? Oh, gut gemacht. Okay. Aber ich klippe die jetzt am Hintern. Ausgewogene Landung hat sie. So. Oh, ich wollte gegen dieses Ding hier prallen. Aber irgendwie habe ich einen Schlitterich gemacht. Down. Komm mit. Kein Alan Wake in der Nähe. Hep. Perfekt, tot. Und ich düse hier. Ja, die Palette manchmal weg. Zack. Ja, manchmal, wenn man nicht abprallt, wie man möchte, dann ist das blöd, ne? Hier könnte ich nochmal gegentreten. Irgendwie bei der Schrottlaube will jemand gejagt werden. So wirkt's. Okay, ja, dort hinten. Fang. Ah, schade. Dass das auch mein letzter Sturm war. Ich frag mich, warum sie gejagt werden möchte. Schön. Okay. Das mache ich kaputt. So. Dort hinten weg. Guter Austrickser. Schön gemacht. Okay. Einmal. Wunderbar. Hier oben weg. Weg. Also ich denke nicht, dass Alan Wake in der Zwischenzeit drei Gens macht, aber einen immerhin, Mensch. Oh, schnell. Da. Das kann mir keiner erzählen. Hab ich dich? So, gab es eine Opfergabe für die Falltür? Nein. Das heißt, du kommst hier an den Haken, Hep.
weiter für dich. Und Alan Wake hatte den Gin hier unten gemacht. Ah, nicht ganz, ne? Der hat eher den in der Mitte gemacht, ne? Den hier. Ich weiß nicht, ob der nochmal retten geht. Oder wo er sich versteckt. Könnte halt sein, dass der jetzt auf... Nee, der geht wirklich nochmal retten. Krass, cool. Da unten weg. Hallo? Der hat Meister des Lichts, ne? Ja, der ist schon 3 Jahre weg. Ich hab's dann erst gesehen. Dort unten. Einmal. Lauf. Hab ich dich? Wunderbar. Du kommst mit. Keine Ahnung, wo die Fang ist. Und keine Ahnung... Oh, Verzeihung, ich muss mich kurz anders hinsetzen. Keine Ahnung, ob sie es nochmal rausschaffen hier. Die haben wirklich gut gekämpft. Ich glaube, die Totems waren halt die ganze Runde lang so nervig. Weil die mussten halt ständig Totems zerstören. Um hier irgendwie eine Chance zu haben. Hier unten weg. Dort hinten. Beim Baum der Würstchen der Richtung zumindest. Nee, Schrottlaube, Schrottlaube. Mann, ich habe mich verpinnen lassen. Okay. Hallo? Das könnte jetzt dein Down bedeuten. Yep, perfekt. Ich habe das Gefühl, ich brauche für die Fäule wirklich manchmal so 2-3 Runden. Bis ich dann halbwegs gut eingespielt bin. Ich finde, die Fäule ist so ein Killer. Wenn man die nicht häufig spielt, dann rostet man doch recht schnell ein, wenn man sie dann wieder anfasst. Ich meine, wenn man es einmal gelernt hat und weiß, wie es geht, ne, dann geht das wahrscheinlich auch recht schnell wieder, dass man sich entrostet. Aber wenn man die eine ganze Weile lang nicht mehr gespielt hat, muss man wirklich erstmal reinkommen. Und man muss natürlich auch Glück haben, dass die Überlebenden sich nicht auf eine krasse Map wünschen. Das kommt natürlich auch dazu. Okay, die Überlebenden haben gut gespielt. War eine spannende Runde. So, Double Pip haben wir gemacht und das waren die Überlebenden, good game. Hier die Zarina, das hat man einmal gesehen, wie sie hier den Schlag damit wegtanken konnte. Ich weiß gar nicht, ob wir das gesehen hatten. Keine Ahnung, warum die sich jetzt hier so anflaumen. Aber ich fand, die haben alle gut gespielt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.